Mahlzeit, meine lieben Bonsai-Freunde und Gestalter für visuelles Marketing. Ich bin's wieder, euer Rolf, und heute seht ihr den zweiten Teil von der Lerche. Ja, wir werden heute den Baum drahten und stellen. Und danach im dritten Teil werden wir dann noch mal die Problematiken von dem fertigen Baum besprechen. Aber ich würde sagen, wir schnacken jetzt nicht lang. Ich zeige euch ein bisschen, wie der Baum jetzt aufgebaut wird oder wie ich ihn jetzt drahte. Das machen wir im Schnellvorlauf. Ich denke mir mal, ich lege da noch ein bisschen Musik drunter. Wird ein paar Minuten dauern, der Film, denke ich mir mal. Und dann stellen wir die Äste. So, aber ich würde sagen, wir haben genug gequatscht. Wir fangen jetzt endlich mal an. Ich bin schon ganz scharf drauf, den Baum zu gestalten bzw. zu drahten. Na, auf Drahten bin ich nicht unbedingt scharf, aber es muss halt gemacht werden, damit wir den Baum dann gestalten können. Ja, ich würde sagen, Vorhang auf, Bühne ab und los geht's. Oder wie war das? Na, ist auch egal. Ich fange an. Ja, also nicht, dass ihr euch wundert. Ich werde die Perspektive jetzt nicht mehr ändern. Ich werde die Perspektive jetzt nicht mehr ändern, weil das dauert einfach zu lange. Hier jetzt noch ein paar schöne Aufnahmen zu kriegen vom Drahten und so. Seht es mir nach. Ja. Ich optimiere noch ein bisschen das Licht, so dass ihr auch ein bisschen mehr von dem Baum seht. Und ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder. So, also ich würde sagen, Film ab. Der Movie läuft. Der Gerät. Fangen wir einfach mal an.